Präsident Ahmadinejad lässt die zwei im Iran verhafteten deutschen Journalisten im Staatsfernsehen vorführen. Der Reporter und der Fotograf der Bild am Sonntag waren Mitte Oktober in Tebris verhaftet worden. Sie hatten versucht, ein Interview mit der Familie einer Frau zu führen, die zum Tode durch Steinigung verurteilt worden war. Das iranische Staatsfernsehen führte die beiden Deutschen nun demonstrativ vor. Burkhard Wennemar mit den Bildern. Das sollen die beiden deutschen Journalisten sein, die seit Wochen in iranischer Haft sind. Reumütig bekennen sie im iranischen Staatsfernsehen eigene Fehler und werfen der in Deutschland lebenden iranischen Menschenrechtlerin Mina Ahadi vor, sie ausgenutzt zu haben. Ich hatte keine Informationen über den Fall, aber Frau Ahadi wusste Bescheid und hat mich in den Iran geschickt, weil sie wusste, dass meine Festnahme ihrer Propaganda nutzt, wird dieser Deutsche übersetzt, dessen Namen die Bild am Sonntag aus diplomatischen Gründen noch nicht nennen will. Ich sehe ein, dass ich einen Fehler gemacht habe, fügt der zweite Deutsche hinzu. Frau Ahadi hat mich getäuscht. Die Angeschuldigte weist alle Vorwürfe kategorisch zurück. Ich habe nicht diese zwei Journalisten nach Iran geschickt, sondern eine von denen hat mit mir Kontakt gehabt telefonisch und hat gebeten, dass ich einen Kontakt zwischen diesem Journalist und Sajjad, der Sohn von Frau Ashtiani, irgendwie organisiere. Sakineh Ashtiani war wegen Ehebruchs zum Tod durch Steinigung verurteilt worden. Vor wenigen Wochen war die Strafe wohl auch wegen internationaler Proteste und des Einsatzes der französischen Präsidentengattin Carla Bruni zunächst ausgesetzt worden. Auch Ashtiani kam in der TV-Sendung zu Wort. Sie habe eine Sünde begangen und es sei zwecklos, dass sich die Menschenrechtsorganisationen für sie einsetzten. Das Auswärtige Amt teilte mit, dass ein Mitarbeiter die beiden Reporter heute in Tebris besuchen konnte und dass man weiter intensiv an ihrer möglichst raschen Freilassung arbeite. Nach dem Spionagevorwurf gegen die beiden dürfte das allerdings noch schwieriger werden als bisher. Auf unserer Internetseite rtl.de finden Sie einen Blog unserer Chefkorrespondentin Antonia Rados zu diesem Fall. Dort können Sie auch mit der Kollegin darüber diskutieren.